Es gibt mittlerweile mehr Brands denn je. Gefühlt jeder startet seine eigene Modemarke. Aber wisst ihr, was bisher noch fast keiner rausgebracht hat? Richtig, Schuhe. Und heute bin ich schon wirklich sehr gespannt, weil wir schauen uns die neuen Boots von Root Atelier an. Und ich würde sagen, selbes Spiel wie immer. Ich packe einfach gleich mal das Paket aus und wir schauen, was drin ist. Der einzige Unterschied ist nur, dass heute das Paket auf jeden Fall deutlich größer und auch deutlich schwerer ist als sonst. Aber das soll uns ja nicht dran hindern. Ich habe sogar extra mein Unboxing-Messer vorbereitet. Und ich würde sagen, machen wir es einfach gleich mal auf. Das geht ja relativ gut. Oh, perfekt. Es ist schon offen. So, und ich packe es gleich einmal aus. Boah. Der Karton ist wirklich viel zu groß. Und ich sehe gerade, dass in diesem Karton noch ein weiterer Karton drin ist. Heißt, ich hole diesen Karton jetzt einfach mal raus und dann schauen wir weiter. Und da ist auch schon der Schuhkarton. Ich bin honestly ziemlich impressed, dass es wirklich so ein richtig hochwertiger Schuhkarton ist. Also er ist eigentlich ziemlich vergleichbar mit Bottega Boots und so weiter. Heißt, es ist wirklich so ein, ja, einfach ein fester Pappkarton. Finde ich ziemlich cool. Es geht aber wie immer um die Boots drinnen und da bin ich schon sehr gespannt. Ich hole die Boots gleich einmal raus. So, und da sind die Dinger schon. Einmal der erste Boot und der zweite Boot. Und ich muss gleich einmal sagen, erster Eindruck, die Boots sind wirklich ziemlich heavy, also die haben wirklich ein ordentliches Gewicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie sich dann am Fuß anfühlen werden. Ich hoffe nicht allzu heavy, weil die wirken schon wirklich sehr massiv. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. By the way, ich liebe diesen Ledergeruch. Es riecht einfach nur nice. Ich liebe diesen Geruch von frischen Lederboots. Ich weiß, Echtleder immer ein bisschen ein schwieriges Thema. Ich persönlich präferiere Echtleder, vor allem bei Boots, weil Boots trägt man locker 5, 10, aber auch manchmal 20 Jahre, wenn man richtig auf die Boots aufpasst. Und da finde ich Echtleder einfach nicer. Es fühlt sich besser an, es hält länger und diese ganzen Kunstlederimitate sind einfach nicht so nice, muss man ganz ehrlich sagen. Schreibt es aber gerne in die Kommentare, was ihr zum Thema Echtleder hält. Ich persönlich finde es einfach nicer, aber wie gesagt, jeder hat seine eigene Meinung. Ich würde sagen, schauen wir uns die Boots jetzt aber einfach mal ein bisschen genauer an, weil die Teile sind auf jeden Fall nicht uninteressant. Wie gesagt, die Boots bestehen aus 100% Kalbsleder und die Sohle ist auch aus Gummi. Heißt, von der Materialzusammensetzung sind die Boots auf jeden Fall sehr hochwertig. Also zum Beispiel Bottega Boots bestehen auch aus 100% Gummi und 100% Kalbsleder. Also zumindest die Materialwahl ist schon mal 1A. Hergestellt sind die Boots, by the way, auch in Portugal. Das finde ich vor allem für den Preis wirklich stark. Zum Preis komme ich aber noch später. Sonst zu den ganzen Details. Vorne haben die Boots eben so ganz normale Schnürbänder zum Binden, logischerweise. Das sind also keine Chelsea Boots. Finde ich aber auch ziemlich nice. Sonst natürlich sehr auffällig diese Plateausohle, die ist ganze 5 cm groß, heißt, wenn man nicht allzu groß ist, wird man auf jeden Fall durch diese Boots ein bisschen größer, also eigentlich ordentlich größer. Ich bin mit den Boots dann ja eigentlich 1,90 groß, schadet auf jeden Fall nicht. Aber auch sonst muss ich sagen, dass die ganzen Nähte wirklich sehr schön verarbeitet sind und auch allgemein das Paneling ist wirklich sehr clean, also nicht wirklich unnötige Nähte, hinten auch nochmal sehr schön verstärkt. Also mir gefallen die Boots wirklich sehr gut, sehr clean, sehr zeitlos und ich muss sagen, vor allem verglichen mit diesen ganzen Designer-Boots haben sich die wirklich absolut nicht zu verstecken. Also ich habe schon öfters die Bottega Veneta Taya Boots anprobiert und auch mir einfach angeschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe jetzt keinen riesen Unterschied, also zumindest im ersten Eindruck ziemlich krass, muss ich ganz ehrlich sagen, also wirklich sehr hochwertige Dinger. Ich ziehe die Boots jetzt aber einfach mal an und schaue, ob sie überhaupt bequem sind, ob sie passen und melde mich dann wieder. Ich habe die Schuhe jetzt einmal angezogen, bin ein bisschen herumgegangen, habe sie ein bisschen ausprobiert und ich muss sagen, die Boots kommen wirklich nice. Also die haben so eine schöne Silhouette, muss man ganz ehrlich sagen, sind wirklich schöne Boots. Und auch ein Detail, was vielleicht vielen von euch gar nicht so aufgefallen ist.
ist, dass diese Schuhzunge deutlich länger ist und man dadurch eigentlich die Hose wirklich perfekt auf den Schuh stacken lassen kann. Und das ist wirklich nice, weil man hat eben hinten dieses Tab, wo man halt einfach die Schuhe besser anziehen kann. Zum Anziehen komme ich auch nochmal später, ist ein bisschen eine andere Sache. Und vorne eben mit dieser verlängerten Schuhzunge hat man dann eben vorne und hinten etwas, wo die Hose dann eben gescheit drauf stacken kann. Und das schaut meiner Meinung nach wirklich, wirklich cool aus und ist auch einfach sehr praktisch, weil man dadurch die Boots eben auf viele Arten und Weisen tragen kann. Auch eine Sache, die wirklich beeindruckend ist, ist, dass diese Boots innen komplett aus Leder sind. Heißt, sie sind eigentlich double layered und haben eben innen und außen überall das gleiche Leder. Und das ist wirklich, wirklich krass. Also das sieht man nicht einmal bei allen Designer-Boots, dass eben alles aus Leder ist. Das ist wirklich, wirklich krass. Vor allem, weil sich das Leder sehr, sehr gut anfühlt. Also es ist auf jeden Fall natürlich etwas härter. Das ist aber bei Boots immer so. Boots müssen einfach eingetragen werden. Boots eintragen macht nie wirklich Spaß, weil es immer ein bisschen unbequem ist. Vor allem eben hinten bei der Achillesferse ist immer ein bisschen unangenehm, eben weil das Leder am Anfang noch relativ stiff ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vor allem im Vergleich zu Doc Martens zum Beispiel, ist das Leder wirklich deutlich nicer und auch deutlich weniger hart. Also es ist einfach ein relativ weiches Leder. Und dadurch glaube ich auch, dass diese Boots sich relativ schnell und relativ schön eintragen lassen werden. Wird man aber sehen, vielleicht gebe ich euch irgendwann einmal einen Bericht, wie die Boots so, weiß nicht, nach einem halben Jahr sind. Aber zumindest erster Eindruck, wirklich sehr, sehr hochwertig. Ein Detail, weil ich euch noch gar nicht gezeigt habe, ist, dass die Sohle quasi das Root Atelier Logo eingearbeitet hat. Und das quasi so das Profil der Sohle ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, erstens schaut es extrem cool aus und zweitens hat man auch das Gefühl, dass die Sohle eigentlich ziemlich guten Grip hat, weil sie auch nochmal so ein bisschen präferiert ist. Also die Sohle ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. In der Schuhzunge sind auch nochmal ein paar Informationen über die Boots, über das Herkunftsland, eben Portugal, über die Materialauswahl, dass sie eben innen und außen aus Kalbsleder sind und die Sohle aus Gummi ist. Also wirklich crazy Materialauswahl. Und eben auch über die Größe. Ich trage in den Boots, by the way, eine Größe 46. Ich trage in meinen Nike Air Force und so weiter meistens eigentlich eine Größe 46. Boots fallen immer ein bisschen größer aus, heißt, wahrscheinlich hätte mir auch eine 45 gepasst. Ich würde trotzdem sagen, dass diese Boots ziemlich true to size ausfallen. Wahrscheinlich circa eine halbe Größe größer. Heißt, wenn man zum Beispiel eine 44,5 hat, dann würde ich bei den Boots auf jeden Fall eine Größe 44 nehmen. Wenn man eine Größe 45 hat oder 46, halt einfach eine ganze Größe, dann würde ich wahrscheinlich eher bei dieser ganzen Größe bleiben. Wahrscheinlich könnte man auch eine Size down gehen, dann wären die Schuhe aber schon ziemlich eng und ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn ein bisschen mehr Spiel ist, weil man eben immer eine Einlage oder sowas reingeben kann. Und mir persönlich passen die Schuhe auch sehr gut, also ich habe eigentlich nichts auszusetzen. Wie gesagt, Schuhe können natürlich eingetragen. Die Boots gab es, by the way, in den Größen 37 bis 46. Heißt, eigentlich fast jede Größe ist dabei. Ziemlich impressive eigentlich, für den ersten Release schon so eine weite Breite an Größen rauszubringen. Es gibt sicher Leute, die die Boots trotzdem nicht tragen können, aber auch ich, der normalerweise ein bisschen Probleme hat, Schuhe in Größe 46 zu kriegen, konnte sich die Schuhe eben gerade noch nehmen und das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Jetzt kommen wir aber noch ein bisschen zu meinem größten Kritikpunkt an den Schuhen. Und das ist, dass diese Schuhe wirklich ziemlich anstrengend sind zum Anziehen. Und das liegt auch unter anderem am Schuhdesign an sich. Die Schuhe sind nämlich relativ slim geschnitten, zumindest eben am Bein. Und dadurch muss man die Schuhe beim Anziehen ziemlich weit öffnen, um eben überhaupt reinzukommen. Und das ist jetzt absolut nichts Schlimmes. Man muss aber halt dann einfach daran denken, dass wenn man diese Schuhe anzieht, es auf jeden Fall etwas länger braucht, als wenn man in ganz normale Chelsea Boots oder auch ein bisschen breiter geschnittene Boots reingeht. Weil mir persönlich gefällt es nicht, wenn man die Boots dann so extrem loose trägt und es fühlt sich auch einfach nicht gut an. Heißt meiner Meinung nach
muss man einfach damit leben, dass wenn man sich diese Boots holt, man ein bisschen länger braucht beim Anziehen. Aber meiner Meinung nach ist dieser Trade-off absolut fein, weil die Silhouette von den Boots ist wirklich, wirklich schön. Also ich finde die Boots extrem gut designt. Der gute Eugen hatte auch Unterstützung von einer Schuhdesignerin und das merkt man auch auf jeden Fall. Also die Boots sind wirklich gut durchdacht, sie sind sehr hochwertig und ich habe eigentlich wirklich fast nichts auszusetzen. Also die Boots sind wirklich 1A. Beim Preis kann man sich, by the way, auch absolut nicht beschweren. 250 Euro für Made in Portugal Echtlederboots ist wirklich absolut fair. Vor allem darf man nicht vergessen, dass Roud Atelier eine relativ kleine Marke ist, jetzt zumindest verglichen mit diesen traditionellen Schuhmarken wie Doc Martens und so weiter. Und daher die Stückzahlen eher geringer sein werden, zumindest im Vergleich zu diesen Marken. Und das ist ja auch noch deren erster Boot, deswegen hat die Entwicklung auch über ein Jahr gebraucht und das wird ja auch alles irgendwie reingerechnet. Und ähnliche Boots von Doc Martens zum Beispiel, wie diese Plateau-Sneaker, kosten auch 230 Euro und die haben bei weitem nicht so eine gute Qualität. Also die sind innen nicht aus Echtleder, das Leder fühlt sich schlechter an, die Sohle ist weniger hochwertig, meiner Meinung nach schauen sie weniger nice aus. Und sie sind nicht in Portugal produziert, sondern in Fernost. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde 250 Euro fast ein Steal. Also ich finde 250 Euro einen wirklich, wirklich fairen Preis. Und by the way, falls ihr noch eine ziemlich kleine Größe habt, also ich glaube 37 bis 39 oder sowas, ist noch verfügbar. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass nicht sehr viele Zuschauer diese Größen haben werden, weil ich glaube, ich größtenteils männliche Zuschauer habe, aber trotzdem feel free, vielleicht habt ihr eine Freundin oder irgendwas, die eben Größe 38 oder sowas tragen können. Die Boots sind nämlich wirklich nice, ich kann sie euch nur empfehlen. Ich finde es halt auch einfach stark als Marke mal etwas Neues auszuprobieren und Boots rauszubringen, weil die Entwicklung von Boots oder von Schuhen allgemein ist auf jeden Fall sehr aufwendig und auch was ganz anderes als die Entwicklung von Kleidung. Und deswegen mad respect an Eugen, dass er sich die Mühe gemacht hat. Meiner Meinung nach, das Endergebnis ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Aber wie findet ihr die Boots von Roud? Habt ihr euch auch welche geholt? Und welche Marke glaubt ihr, wird als nächstes Schuhe rausbringen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst doch gleich ein Like oder Abo da. Mich würde es wirklich sehr, sehr freuen. Und bis zum nächsten Video. Ciao! On me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather. Bitch, and now I made plays, so they all look jealous.